Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück hier auf dem Tanneberg. Wir machen heute unseren ersten Schnitt. Es ist endlich soweit. Lange hat es gedauert, aber wie gesagt, nun geht es los. Und dazu fahren wir einfach mal hier neben den Häcksler, hauen den Tempomat rein und dudeln ein bisschen nebenher. Er zieht aber ganz schön weg hier, du. Hallo? Aber wie schnell ist er denn unterwegs hier? Bin ich hier zu langsam oder was? Was ist denn mit ihm? 15? 17? 17 ist zu schnell. 16. Willst du 16? 15 fahren wir, ne? Wir fahren nicht ganz so schnell. Und hier sehen wir, hätten wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr mitnehmen können. Ja, aber gut, man muss halt sehen, dass man halt hier dann so für sich den Punkt findet. Das mit dem Feld dran vermessen, das könnte man dann noch im Course Drawer dann besser machen. Ich denke, das werde ich auch noch ein bisschen anpassen. Weil, boah, da geht mir ein bisschen zu viel flöten, ne? Er ist aber stellenweise hier richtig flott unterwegs, ne? Junge, Junge. Ausbeutetechnisch ist es jetzt noch nicht ganz so viel, aber... Ist ja auch keine richtige Wiese, muss man ja so sehen. Das ist jetzt halt so nicht gedüngt oder so. Es ist nicht gepflügt unten drunter. Das wird alles dann noch kommen. Zwischen den Jahren, denke ich mal, werde ich das dann machen. Ja, und dann. Hallo, hallo. Wo geht er denn so ab? Auf jeden Fall haben wir hier genügend Platz, um mit Cosplay arbeiten zu können. Das freut mich schon mal. Die Vorgewände fahren wir noch selbst. Das stimmt wieder nicht mit dir. Ich komme ja rum. Ich komme ja rum. So, das läuft. Gar nicht mal so schlecht, finde ich. Boah, wie er hier abzischt, ne? Oh, nicht zusammenstoßen, nicht kollidieren hier. Und dann ist der Ladewagen auch gleich voll. Ja, ob das so wirklich lohnt hier? Das war mal dahingestellt, ne? Na gut. Zwei Ladungen kriegen wir hier raus. Da brauchen wir jetzt auch keinen Kurs für einfahren. Das können wir dann machen, wenn es so und so weit ist. Und wir hier... Das Ganze gedüngt und gepflügt haben, weil naja, das bisschen hier kriege ich auch noch selbst gefahren. Uppi, upsi, upsi, upsi. Was ist denn hier? Warum fährt er denn einfach weiter? So, da ist der Ladewagen voll.
Jetzt bringen wir das schnell weg. Und ich hoffe, das war unfallfrei am Hoch. Oh, da geht schon los, ne? Verkehr in beide Richtungen. Ich könnte schon wieder ausrasten hier. Naja, fahren wir so rum. Der ist da abgebogen, das passt mir ganz gut. Und wir fahren hier links. So, und jetzt gib Schub, Rakete. Gib Schub. Hallo, hallo. Mach doch mal. Subidu. Ups. Sollte vielleicht auch auf der Straße bleiben und nicht an der Seite gucken hier. Mein Gott. Ja, wenn ich jetzt ein anderes Fahrzeug genommen hätte, ne? Ihr könnt euch vorstellen, was das gegeben hätte. Löschen wir mal den letzten. Das ist ja das Schöne daran, dass man hier dann während der Kursaufzeichnung noch ein bisschen ja, korrigieren kann auf jeden Fall. So. Ich hoffe, das wird uns nicht irgendwann zum Verhängnis, die Ecke da. Aber er ist ja so eingestellt, dass er wie bei der Kursaufzeichnung fahren soll. Das heißt, ich bin ja auch hier relativ langsam unterwegs, ne? Ach, jetzt kommt der Verkehr. Meine Güte. Jetzt ich. Ist mir egal. Ist mir nicht egal. Ja, hör doch auf zu hupen, du Eimer. So, dann fahren wir hier auf den Hof. Einmal Richtung Fahrsilo. Kommen von hier. Fahren dann einmal hier durchs Silo durch. Relativ mittig bitte. Und dann geht es hier hinten rum wieder zurück. Und dann müssen wir ja eigentlich nur noch den Punkten wieder folgen. Und fahren wieder zurück. So. Und dann nennen wir das Ganze einfach, ich denke mal, W14 Hoffahrsilo oder irgendwie so, was wird dann der Kurs hier heißen. Damit wir genau wissen, alles klar, Wiese 14 dort unten. Also ich nenne es einfach Wiese 14, weil es halt neben Feld 14 liegt, ne? Und dann müsste man mal schauen,
wann ich denn aus Feld 14 selbst auch noch Wiese macht, beziehungsweise dort dann Gras ansät, wenn wir irgendwann mal das Geld für das Feld haben. Aber erstmal geht es ja auch ohne. So, und dann hörst du einfach mal hier auf. So sieht's schön aus. Eieieiei. Ja, und dann nennen wir dich einfach so, wie wir es gesagt haben. Wiese 14. So. Ja, und dann kannst du eigentlich kombinierten Modus Abfahrer einstellen. Jetzt findet er keinen Drescher, weil es kein Feld gibt. Ne? Dann machen wir es anders. Gucken wir doch mal, was er jetzt macht. Das Fenster lasse ich nochmal offen, falls ich hier nochmal einschreiten muss. Das ist jetzt Vorgewinde Nummer 3, ein Vorgewinde kommt dann noch. Man hätte auch nur Vorgewinde machen können, ne? 6 Stück oder so, dann wäre das, glaube ich, hier mit der Wiese gegessen gewesen. Ich habe überlegen, ne? Ja, man muss hier fliegen. Das hat ansonsten keinen Wert hier, ne? Ihr seht selbst, also 2 Ladewagen hier raus, das ist halt ein Witz für die Größe, sage ich jetzt einfach mal hier. Gut, ich war vielleicht auch ein bisschen früh dran mit dem ersten Schnitt und so, gebe ich ja vielleicht zu. Aber, was willst du machen, ne? So, was macht er jetzt? Du machst jetzt hier die Wände. Ah, du fährst rückwärts ran, ich verstehe. Dann mach das mal. Dauert natürlich jetzt, ne? Wir gucken ihm da so ein bisschen bei zu. Wir haben ja aktuell nichts Besseres zu tun, muss man ja auch so sehen. So. Jetzt wird wieder schön gewendet. Der Zaun hier, das ist immer noch so ein Ding, wo ich sage, hui, da muss er aufpassen, aber nö. Er macht das hier eigentlich ganz schön. Platz ist ausreichend vorhanden. So. Läuft gut. Das hier fällt mir, wa? Ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, weil hier nur so kleine Ecken zu fahren sind. Dann kriegen wir vielleicht 1 oder 2 Bahnen nochmal hier raus, ne? Was wir auch machen können, ist einfach den Ladewagen, solange er nicht voll ist, einfach nochmal hinterhängen. Hinter den Häcksler und dann nochmal selbst fahren. Weil es ist ja noch so ein bisschen Grünfläche hier vorhanden. Ob das wirklich 2 Ladewagen voll werden?
Ich wage es, zu bezweifeln. Naja, gut. Haben wir denn sonst noch irgendwas zu tun? Ich meine, das da unten funktioniert hier jetzt ganz gut. Wir könnten eigentlich hergehen und sagen, wir spannen hier nochmal diese Düngersteuer dahinter und machen hier auf jeden Fall noch andere Reifen drauf. Aber wir lassen auf jeden Fall auch noch das Frontgewicht draußen stehen, bevor wir in die Werkstatt fahren. Aber das machen wir alles in der nächsten Folge, Freunde. Bis dahin würde ich sagen, macht es gut. Würde mich über ein Like als letzte Amtshandlung von euch dann an dieser Stelle, über ein Like und ein Kommi noch freuen. Bis zu einem der nächsten Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.